Willkommen, da sind wir wieder. Zurück in Herr der Ringe Online, diesmal mit bereits abgeschlossener Quest, weil ich nämlich hier an dieser Stelle doch noch irgendwo so stand, dass man mich angreift. Das war natürlich denkbar unklug, aber naja, gut, ich wollte jetzt dann auch nicht. Waren nur zwei Stück. Und von daher ist es halb so wild. Die zwei Typen hätte ich sonst auch noch gekillt. Ist ja halb so wild. Jetzt haben wir da noch alte Grünwegfestung. Oh, nee, komm. Da machen wir gleich eine Mithril-Münze. Jetzt machen wir uns erstmal auf hier zu Weißrose und nehmen da mal die Quests an. Ich weiß gar nicht mehr, welche das sind. Ach, die hier sind das gerade, genau. Die dunkelblauen. Langsam blicke ich nicht mehr durch bei den ganzen Questmengen. Muss ja erstmal auch irgendwie, ne? So. Achso, ich muss den Berg hier runter, ne? Kennt ihr eigentlich den Hahn? Na, man sieht ihn nicht. Aber gut, man sieht so ein bisschen davon. Also diese riesige See. Das heißt riesig, aber er ist schon ziemlich groß. Finde ich ziemlich cool. Und der ist voll mit Schildkröten. Der ist eigentlich ziemlich cool gemacht. Ja, genau. Das hat hier gut funktioniert, weil es nie passiert irgendwas. Und dann bei dieser kleinen... Na, egal. So, Weißrose. In den Wald. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Bleibt einen Moment. Den laufenden Baum. Ach ja, scheiße, den gibt's ja auch noch. Und Schildkrötenpanzer. Dürfte ich euch einen Moment eurer Zeit stehlen? Und noch ein Jagdauftrag. Würdet ihr mir vielleicht einen Gefallen erweisen? Und noch ein Jagdauftrag. Könnte ich einen Augenblick mit euch sprechen? Die sind doch wiederholbar, ne? Ja. Natürlich sind die wiederholbar. War ja klar. So. Ach, du heiliges bisschen. Was? Perfekt geringelt? Ach, Keilerhauer, okay. Hier gibt's auch noch was. Hier gibt's auch noch was. Hier gibt's auch noch. Ach, du Jemini. Machen wir erstmal was am Nennhahn, würde ich sagen. Soweit es geht. Zumindest hier jetzt machen wir die Folge. Machen wir noch ein bisschen Viecher töten am Nennhahn. Hier ist ein Frosch, den brauchen wir nicht. Die brauchen wir aber. Für was alles? Schildkrötensuppe. Den brauchen wir für einiges, ey. Die Schildkröten. Die halten ganz schön mit aus. Bumm. Eine Portion Schnappschildkrötenfleisch. Das sind Kröten. Noch mehr Kröten. Da sind noch mehr Schnappschildkröten. Das sind aber Schildkröten, fällt mir gerade auf. Heißt nicht Schildkröten eigentlich? Wer hat sich das ausgedacht? Also bei mir hießen die eigentlich mal Schildkröten, aber hier heißen die wohl Schildkröten. Warum? Oh, was ist das denn? Alter. What a Knockback. What a Knockback. Schildkröten, habe ich noch nicht von gehört. Na gut. Wie viel haben wir gerade? Okay. Viertel nach 12, dann habe ich noch Zeit. Ich gleich noch einen Termin beim Friseur. Beim Friseur. Und deswegen muss ich hier. Kann ich nicht so lange aufnehmen. Deswegen ist das die letzte Folge der Aufnahme. Aber. Ich weiß gar nicht, wie weit ich jetzt. Ich weiß gar nicht, wann Folge 600 kommt. Scheiße. Völlig vergessen. Ich hätte mal zählen sollen, ne? Und ich weiß auch noch gar nicht, was ich in der Folge machen soll. Ist noch viel schlimmer eigentlich gerade. Hat er eine Idee? Einer einen Plan, was ich machen könnte? In Folge 600? Weil so Special-mäßig. Ich habe eigentlich schon alles einmal gemacht, irgendwie, wie man so Special machen kann. Gut, mit einem anderen Charakter. Ich könnte natürlich nochmal schön Scharmützel machen, das wird sich ja anbieten. So, an sich erstmal. Weil die machen muss ich die sowieso. Für die meisten anderen Sachen bin ich zu low. Oder man macht mit irgendwem hier schön Instanz. Aber ich habe jetzt auch keinen, der ständig irgendwie da ist und mitmacht. Oder hoch genug ist, um mitzumachen. Letzte Problem. Weil ich war immer noch nicht. Doch, ich war ja mal in den Hügelgräberhöhen, aber ich bin ja nur irgendwie gefühlte 5 Meter weit gekommen. Viel mehr war es ja noch nicht. Muss man ja mal so sagen. Oh, hier sind Eibenzweige. Brauche ich die nicht? Brauche ich nicht Eiben? Brauche ich nicht sogar Eiben? Muss ich mal gucken. Scheiße, mein Gambit. Nein, mein Gambit läuft aus. Ach, kacke. Das war doof. Das hätte ich mal besser gelassen. Warum sind eigentlich in dem Wald hier überall noch Schildkröten? Schildkröten? Mein Gott, kann mich aber nicht merken.
Schindkröten. Das kann ich mir, werde ich mir nie merken können, glaube ich. Das ist nämlich echt total behämmert. Keine Ahnung, was das ist. Komm. Und töten müssen. Bam. 5 von 15, was? 5 von 15 Krötenfleisch. Ja. Die ruckeln aber irgendwie, ne? Kann das sein, dass die ruckeln? 6 von 15? Irgendwo war ja auch noch dieser laufende Baum, den ich holen muss. Komm, verwüsten! Jawohl. Oh, toll. War noch nicht mal das Ding. Krass, war noch nicht mal die Fähigkeit. Ching! 7 von 15. Aber ich will diesen ollen Baum haben, glaube ich. Der war doch irgendwo hinten. Schildkrötenpanzer 8. Der muss ja irgendwo hier gewesen sein. Da so. Irgendwo hier so war der so. Irgendwo hier so war der so. Oh, den Turbo an. Ach, da. Ne, das ist ein Waldtroll. Scheiße. Muss ich den töten? Machen wir mal. Töten wir mal. Boah, der sieht aber auch creepy aus. Aber der scheint für die Quest wichtig zu sein. Die alle auf einmal Knockback haben gemacht. Muss ich den töten, um die Quest abzuschließen? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist der für die Quest irgendwie relevant. Ich weiß nur noch nicht, in welcher Form. Tarputz wurde besiegt. Ja, das ist schön. Aber was habe ich jetzt davon? Ich habe keine Ahnung. Aber wahrscheinlich war das schon richtig. Wahrscheinlich muss ich den wirklich nur töten. Okay. Haben wir ja alles richtig gemacht. Gott, 8 von 15. Oh, scheiße, ey. Ah ja, tatsächlich, die Quest ist fertig. Ja, da müssen wir noch ein paar Schindkröten. Scheit. Ein paar Schindkröten töten. Ich weiß, dass da gegenüber auf den Inseln jede Menge sind, aber ich habe keine Lust, darüber zu schwimmen. Weil er nämlich 1000 Jahre dauert, bis man da gekommen ist. Und hier gibt es ja auch noch ein paar. Komm schon. Ja. Hehehe. 9 von 15. Oh, das dauert doch viel zu lange. Nehmen wir den auch noch. Zack. 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 Und die Schildkrötenpower. Aber ich weiß bis heute nicht, wie die Attacke heißt. Schildkrötenpower? Hemmender Wurfspeer. Heißt die. Das hört sich scheiße an. Der heißt ab jetzt Schildkrötenpower. Habe ich gerade umbenannt. Ist ja wohl viel geiler. Schildkröten Power. Scheiße. Erst angreifen und dann Schildkröten Power. Nein, machen wir auch nochmal. Markiertes Ziel. 11 von 15. So. There's another one. Hier ist, habe ich schon 3/4 Leben runter. Oh, komm schon. 12. Das sind Mücken. Da gehen wir besser nicht hin. Das ist Rhabarber. Wirklich? Rhabarber? Okay. Oh, sind jetzt echt keine mehr. Oh, komm schon. Jetzt muss ich auf die Insel schwimmen. Kann ich denn noch Turbo schwimmen? Boah, der kann Turbo krauen. Ich kann so schnell schwimmen. Ich hätte den öfter spielen sollen. Die anderen Chars waren immer so unglaublich lahmarschig. War das jetzt auch? Es war kein Stück Rückenfleisch drin, wirklich? Warum nicht? Kann nicht sein. Ist das deren Ernst? So, 13. Schläft noch. Scheiße.
Katscheng. Und Katscheng. Ah, ich hätte mal Hinterhalt machen können. Wenn ich gerade so drüber nachdenke. Nein, der war falsch. Den habe ich verkackt. Okay, nehmen wir lieber den. Kriegen wir vielleicht nur ein paar. 14 von 15. So. Jetzt müssen wir irgendwo noch ein einziges so ein doofes Teil herkriegen. Hier auf der Insel ist nichts mehr. Wie hübsch das jetzt aussieht, wenn es so hell wird. Ach, geil. Finde ich gut, ey. Finde ich total gut. Gefällt mich voll gut, ey. Also hier sind auf jeden Fall noch jede Menge Schildkröten eigentlich. Die müssten nur mal respawnen, dann wären hier noch jede Menge. Wenn ich natürlich gerade keinen Respawn habe, habe ich natürlich Pech. Ich scheine eher Pech zu haben gerade. Kacke. Feldhasen. Nee, gibt's keine mehr. Die haben Wasser hier unten. Ah, da ist eine Sauer. Sehr gut. Die letzte. Ah, ich habe schon wieder nicht Hinterhalt benutzt. Mann. Wofür habe ich die Fähigkeit eigentlich? Ich sie ja nicht benutze. Mensch. Cheng. So. Geht doch. Können wir das auch noch abgeben. Da hinten müssen wir hin. Da, genau dort müssen wir hin. Da müssen wir hin. Da müssen wir hin. Hallo, du da. Der macht auch wahrscheinlich gerade die gleiche Quest. Der macht gerade die gleiche Quest. Du die, du die. Glaube ich zumindest. Was soll er sonst machen, ne? Boah, wie viel XP wir schon wieder haben. Krass. Gut, sind jetzt auch schon wieder 1, 2, 3, 4, 5. Ist schon die 6. Folge, diese Aufnahme. Von daher. Durch Axt und Was Feuer. Benötigt ihr? Bam. Und bitte. Hallo? Hallo. Was kann ich für euch tun? Belohnung wählen. Was bin ich denn nochmal? Förster, Drechsler. Schneidekunst? Schmiedekunst? Drechslerkunst. Ben. Bleibt einen Moment. Drechslerkunst. Achso, ja, man kann. Ach ja, das sind ja Jagdaufträge. Oh, die kann ich nämlich so oft annehmen, wie ich will. Ich erinnere mich gerade. Ist nämlich total sinnlos eigentlich, das zu machen. Deswegen ist nämlich auch das hier. Hier. Komm. Jagdaufträge. Ich weiß. Sind, kann ich so lange wiederholen, wie ich lustig bin. Aber, dann bin ich auch 3 Milliarden Jahre dran. So, das würde bedeuten, ich habe hier noch Grenzkontrolle. Was ist das? Da hinten. Da sind die Schildkröten. Da ist durch Axt. Da machen wir uns jetzt mal auf. Zack. Komm, wir benutzen jetzt mal eine Mithril-Münze. Wir haben ja noch 174. Also, daran soll es jetzt mal nicht scheitern. Nach dem ganzen Was Weg hier. Was kann ich hier für euch tun? Zack. Achso. Nimm das Ding. Yeah. Und dann gehen wir das da vorne auch noch ab. Und sammeln hier richtig schön XP. Oh, bitte. Ui. Tarbutz Ende. Vernichter von Tarbutz. Minidheil. Das haben wir schon. Stufe 20. Das wird am meisten geben. Badabum. So, dann haben wir noch eine Quest. Wie ihr seht, am Nenhan gibt es zwar Quest, aber es sind echt nur die. Mehr gibt es da nicht. Weil wir haben eigentlich alle Quests da oben gemacht. Es sind nur ein paar. Ich wusste ja, dass es nur ein paar sind. Deswegen habe ich ja das Gebiet zuerst gemacht. Vor den Hügelgräberhöhen, weil da gibt es noch deutlich mehr Quests. Deswegen müssen wir nur zu Andreck. Außer der Typ hat jetzt noch irgendeine Folgequest, die mir gerade nicht bewusst ist oder wo mir nicht klar ist, dass es sie gibt. Was natürlich durchaus sein kann. Der wird wahrscheinlich irgendwas haben. Ich weiß aber nicht, was er hat. Und egal, was er hat, werde ich mich hinporten. Weil ich habe keine Lust zu laufen jetzt. Bin nämlich gerade faul. Wer steht denn da? In Level 17. Der Unbezwingbare. So. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Und er hat natürlich eine Folgequest. Könnte ich einen Augenblick mit euch sprechen? Ja. Oh, Nordhöhen. Okay, das ist der Fall der Nordhöhen. Jetzt kommt die Quest, wo ich in die Nordhöhen muss. Das werden wir aber nicht tun. Gehen wir eigentlich überhaupt in die Nordhöhen? Ich weiß es gar nicht. Machen wir uns überhaupt dahin auf? Weil die Nordhöhen, ich kann sie zwar spielen, weil ich das Paket auch habe. Questpaket, bzw. Addon. Und
Kratzen im Hals. Oh, ich kann mehr reden. Warte mal, ich muss mal einen Schluck trinken. Eine Sekunde. So, besser. Ich sollte vielleicht auch an der richtigen Stelle abbiegen, ne? Der will uns jetzt in die Nordhöhen leiten wollen, aber die Nordhöhen werde ich nicht machen. Wahrscheinlich eher die einsame Lande, oder? Oder? Tja, das ist jetzt die Frage. Was benötigt ihr? Habe ich da jetzt drauf geklickt? Keine Ahnung. So, der Fall der Nordhöhen. Hallo? Wie kann ich zu Diensten jetzt sein? Jetzt beenden. Mehr nicht? Keine Folgequest? Keine Folgequest. Das ist umso besser. Umso besser, ey. Umso besser. Achso, was wir jetzt auch wieder machen können, ist nämlich das Ding weg und das Ding an. Und dafür müssen wir nämlich da unten hin. In die nördlichen Hügelgräber müssen wir nämlich. Weil hier ist nämlich Buch 1, da müssen wir nämlich hin für Buch 1. Gut, dass es die Karte mittlerweile gibt, ey. Früher gab es die auch nicht. Das war richtig ätzend. Vor allem kann ich mich nirgendwo hinbohren. Gerade. Nirgendwo. So eine Scheiße. Was ist das? Achso, Behälter. Ah, was haben wir denn da drin? Ein Eschenstab der Taktik. Der ist gut, aber leider kann ich ihn nicht benutzen. Ärgerlich. Das finde ich ärgerlich. So, aber so wie es aussieht, habe ich im nördlichen Breland alles erledigt, was man erledigen kann. Was ich jetzt mal tue. Ich weiß, ihr hasst es, aber... So, wir gucken mal hier. Was haben wir denn da? Sichelfliegenbezwinger. Bezwinger des Brelandes. Barkhest... Huons, Zirperkirper, Orks, Sichelfliegen, Spinnen und Unholde. Mein Gott. Der Waldhüter. Erweckte Bäume im alten Wald. Nochmal 14. Ich hoffe, das ist nur das eine. Orkbezwinger. Guck mal, Orks haben wir aber bald. 48 von 60. Das geht doch nicht mehr so lang. Spinnenbezwinger. Da sind wir leider noch nicht mittelschwer. Unholde haben wir fast gar keine, aber dann haben wir bald genug. Zirperkirper sind wir auch immerhin dran. Ruinen des Brelandes. Runwestzierbau. Hauptquartier der Schwarzwolds. Lager der Schwarzwolds. Holzhangruine. Die bräuchten wir eigentlich auch mal. Erkunder vom Breland. Hügelgräberhöhen. Die Ruinen vom Breland. Kardulan. Achso, das sind die. Ja, okay, das sind die einzelnen Erkunder vom Breland, wo man die hier alle für machen muss. 1 von 6. Blumen des alten Waldes. Bla bla bla. 3 von 8. Geschichte der Dunedain. Genau die Dinge. Verstehe. Und die Überlieferung. Das vom Prinzen von Kardolan. Ich glaube, das kriegt man in den Hügelgräberhöhen. Und natürlich die Taten, wo man... Breland-Abenteurer haben wir immerhin schon. Immerhin haben wir Breland-Abenteurer schon mal. Aber die anderen Sachen müssen wir eigentlich noch machen. Und hier sind nur welche drin, da wir noch nicht mal angefangen. Das ist kacke, ey. Scheißendreck. Gut ist, dass es mittlerweile einen kleinen, aber feinen Zugang oder deutlich mehr Zugänge in die Hügelgräber gibt als früher. Die haben da hier so ein paar Lücken eingebaut überall. Also der Weg war schon immer da, aber es gibt da noch so ein paar andere, die früher nicht da waren. Gab der nicht auch noch eine Quest? So. Ah ja. Zack. Und hier fängt es nämlich langsam an. Mit dem Bartest. Wenn ich den töte, kriege ich jetzt mal noch einen neuen Auftrag. Siehst du, sag ich doch. Hügelgräberkriecher, die gibt's, glaube ich, da gibt's, glaube ich, keinen Auftrag für. Da muss ich aber nichts für machen. Brauche ich die überhaupt? Für irgendwas? Hallo? Brauche ich die für irgendwas? Ich hätte gerne einen Tooltip, Mann. Tooltip! Soll ich verarschen? Ne, ich brauche die für nichts. Die greifen mir aber an. Kriege ich denn Sinne? Diese ganzen Barkhests brauche ich auf jeden Fall, aber da gibt's auch eine ganz coole Quest, wo man eigentlich die ganze Zeit nur durch die Gegend rennt und diese Viecher tötet. Von daher ist es halb so wild. Den Kriecher ignorieren wir mal. Der greift mich eigentlich an. Der greift mich natürlich an, das war ja klar. Also war nicht so klar, dass der früher greift, den haben die ja nicht angegriffen. Also nicht früher, sondern die im alten Wald, diese Kriecher zum Beispiel, die greifen einen nicht an. Da gibt es halt verschiedene Sorten von. Tat verliehen. So, die Folge ist jetzt auch gleich vorbei. Das Einzige, was ich noch mache, ist nämlich... nicht diese Quest annehmen von Lalia, weil die dauert nämlich ewig und 3 Jahre, sondern die Chance nutzen und hier zum Eingang laufen, der Hügelgräber,
Denn hier unten ist ein kleines, feines Lager. Und hier gibt es noch viele, 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 viele Quests. Zack. Er hat schon mal zwei. Dürfte ich einen Augenblick mit euch sprechen? Würdet ihr mir vielleicht dann noch einen Gefallen erweisen? Wie ist das Wertebefinden? Guten Tag. Dürfte ich kurz mit euch sprechen? Würdet ihr mir vielleicht einen Gefallen erweisen? Und da hinten, der Typ hat auch noch ein paar Quests. Der fliegende Händler, der hat nämlich auch noch mal zwei. Würdet ihr mir vielleicht einen Gefallen erweisen? Und bam. Würdet ihr mir bitte für eine Minute eure Zeit schenken? Und wenn wir jetzt irgendwas haben, dann sind es Quests. Die sind alle hier. Die sind alle hier in dem Gebiet und deswegen werden wir uns hier jetzt erstmal eine ganze Weile aufhalten. Plus natürlich den Prolog weiterführen. Aber das machen wir erst in der nächsten Aufnahme und gleichzeitig auch in der nächsten Folge. Was für euch, ich weiß gar nicht wann. Es kann sein, ich glaube, ich habe so aufgenommen, dass ich über meinen Urlaub, weil ich bin eine Woche weg, dass ich über meinen Urlaub hin noch jeden, ne, üblich nach Uploadplan üblich Folgen raushaue. Falls nicht, dann ist man wieder ein kleines Päuschen, aber sollte eigentlich nahtlos funktionieren. Deswegen war auch dazwischen die Pause, damit ich jetzt nicht so viel aufnehmen muss und dann für den Urlaub was habe. Wir sehen uns auf jeden Fall dann in der nächsten Folge in den Hügelgräberhöhen bei Heddringe Online. Bis dahin, macht es gut und bald kommt auch das Special, glaube ich. Müsste so langsam kommen. Ich bin gespannt. Tschüss.